Hallo und willkommen zurück bei Kingdom Hearts, ja klar, bei Dope and Destiny. Hier werden wir etwas machen, und zwar, keine Ahnung was. Nee, wir werden höchstwahrscheinlich... Ich will... Moment. Es ist schon eine Weile her, seit wir etwas aufgenommen haben. Okay, die Eidos-Sachen haben... Sachen... Okay, gut. Oh, hier sind wir also. Gut, das trifft sich gut. Nämlich, ich suche hier etwas ganz Bestimmtes. Fähigkeit. Berserker klingen überwältigender. Fähigkeit Erdschlag. Obwohl in der Wüste, das sollte eigentlich. Fähigkeit entzampfendes Lied. Punk ist nicht tot. Okay, normaler Angriff. Auch normaler Angriff. What? Eis? Eis, Bang. Okay, gut. Blue Screen. Wir werden es. Ja. Okay, das kann sehr gut möglich sein. Wir werden höchstwahrscheinlich so schnell wie möglich zum. Okay. Fähigkeit. Angriff auf den. Fähigkeit. Ich würde sagen, nein, normaler Angriff sollte reichen. Fähigkeit, entzauberndes Lied. Spiel ein Lied, ein Liebeslied. Tada! Okay, sehr gut. Ist vielleicht 100 die Maximalstufe? Das werden wir erfahren. Okay, weiter geht's. So, ich will sehen, ob wir hier etwas finden. Der Fahrstuhl, ja. Denn da unten war ja irgendwo so eine Raumanomalie. Eine Raumanomalie, ja klar. Eine verschlossene Tür ist eine Raumanomalie. Klar, Baby. Aber wir haben ja den Schlüssel. Safe. Okay. Wir speichern und werden gleich erfahren, dass hier nichts auf uns wartet. Gut. Ich dachte, vielleicht wäre hier irgendwo ein Dragon Ball. Ich meine natürlich eine Drachenkugel. Aber hier ist nichts. Niente. Nada. Ja. Okay. Moment, was steht da? Nichts. Und hier auch nichts. Was soll's? Gut, dann
dann können wir beruhigt wieder gehen. Aber was ist dieser Raum? Andererseits, Moment, 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 Moment. Mir kommt gerade etwas in den Sinn. Und zwar haben wir im Inventar. Nee, verschiedene ist Dämonenkugel. Klar, ich bin mutig genug. Bitte was? Okay, weiter. Ich wollte eigentlich nur sehen, ob irgendetwas Neues da passiert oder ob wir es schaffen, sie zu besiegen. Aber wie es scheint nicht. Gut, wir kämpfen, wir setzen irgendwelche Fähigkeiten ein. Ja, verdammt, der ist ja feuerresistent. Dann halt eben so. Und jetzt Tornado, weg mit ihm. Ich hätte auch Dings nutzen können. Eis. Wäre vielleicht sogar die bessere Variante gewesen. Nach Neo Sushi brauchen wir nach zu gehen. Toxischer Schlag. Denn Neo Sushi erwartet uns nichts. Zumindest nichts Neues. Aber dann. Der Typ ist also ein Eis. Ein Eismonster. Oder besser gesagt, ein Eisdämon. Okay, wo ist der Pisser? Und wer ist das? Es gibt einen Tempel hinter dem Berg im Süden, aber man braucht ein Boot, um dorthin zu kommen. Genau den habe ich vorhin gerade gesehen und... Ja, bitte. Genau dieses Tempelchen hier habe ich gerade vorhin gesehen und wollte mir anschauen, was es zu bieten hat. Vielleicht die magische Drachenkugel des Drachenfestes? Okay. Tornado. Tornado. Ja, gut. Bam. Ich sing dir ein Lied. Super effektiv. Toxischer Angriff. Nein. Hirnmancher? Nein. Ja. Fähigkeit. Gut, der Tornado sollte alles regeln. Hier Geschicklichkeit. Okay, es ist so ruhig im Moment.
Aha, ein weiterer Kampf. Ein schnelles Niedlein. Und Tornado auch. Blas sie einfach weg. Zap, 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 Mon. Ja, zum Geist, Zappi. Das ist ein Schatten? Zapschaffmon. Also ist es ein Schattenmonster. Verdammt. Aber gut. Verdammt. Okay. Wow. Eisbowle, ja. Ja. Tornado. Ein zauberndes Lied. Au. Das gefällt mir nicht. Könnte eine heikle Angelegenheit werden. Fest. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, die Ausbeute hier ist eigentlich schon sehr gut. Tornado! Nee, wir werden irgendwie schon mit ihm klarkommen. Es wäre schön, wenn unser Freund hier, Johnny, genau, Johnny, ein bisschen mehr flachen Angriffe beherrschen würde. Verdammt, ich wusste, dass das passiert. Und der Vollidiot hat eine. Oh. Okay, hier ist alles. Kämpfen, Fähigkeit, Fäuste des Todes. Das Schaf hat überlebt. Was ist bitte schön das für ein Monsterschaf? Ein zauberndes Lied. Langsam. Nicht schon wieder. Okay. Der kriegt weiterhin die hier. Leben sollte erst später kommen. Im Moment ist es wichtig. Resistenz. Nein, Moment. Wir fahren die Attribute nochmal. Taktikstatus. Zähigkeit und Geschicklichkeit hochzutreiben bei ihm. Später auf Macht übergehen. Ein Ninja.
Grelle Ninja und Fuß Ninja. Der Fluch macht mehr Schaden, also gut. Vertrauen wir auf den Fluch. Und das Vertrauen wurde nicht entgegen missbraucht. Okay. Was haben wir sonst noch hier? Wir sind fertig. Gut. Lilaku, du stirbst. Tornado. Okay, mal schauen, ob jetzt alle sterben. What? Verdammt. Ich dachte, das sollte reichen. Überwältigender Schlag hier. Bam! Durchbohre sie. Ah, nee, das ist ein Feuerschaf. Ah, verdammt. Nigel steigert weiterhin das hier. Und er sollte auch ein bisschen mehr gescheckt hochtreiben, denn das ist wichtig. Je schneller er wieder dran ist, desto schneller kann man... Leute, ich glaube, das Tor bleibt nur offen, wenn alle drei Schalter gleichzeitig gedrückt werden. Nur einer von uns wird reingehen können. Willst du deinen Anführer allein weitergehen lassen? Klar. Aus Sicherheitsgründen wird zuerst mal gespeichert. Okay, Fähigkeit. Fäuste. Ninjutsu. Tada, tada, tada. Oh, okay, Fähigkeit. Taktischer Schlag. Klingenkaskade? Das ist doch ein Kriegerfähigkeit. Fähigkeit Hirnzaschenmancher. Okay, das... What? Hirnmancher. Okay. Jetzt ist es ein bisschen glaubwürdiger. Okay, was müssen wir hier machen? Muss ich alle Gegner hier besiegen? Oder nur die größten Schwachmaten? Ein Schaf. Fähigkeit. Hirnmancher. Noch mehr. Fähigkeit. Hirnmancher. Gut. Dann einfach so zerlegen. Wenn sie unsere Hilfe nicht brauchen, also wenn er unsere Hilfe nicht braucht. Hirnmancher weg. Toxischer Schlag. Ja. Ja.
Gut, gut. Wir werden immer wie reicher und reicher. Oh Gott. Das wäre mir ein Spaß. Nee, verdammt. Okay, Fähigkeit, toxischer Schlag. Das hat doch wieder auch eine Kriegerfähigkeit. Okay, noch einen Kampf und wir haben ein Level Up. Verdammt. Er wollte schneller sein als die Kuh. Tada! Gut, hier ein bisschen und dann noch ein bisschen. Das ist mein Lieblingsteil des Spiels, aha. Gut, wenn das dein Lieblingsteil des Spiels ist, werden wir halt jetzt, genau jetzt, eine Pause machen. Also liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!